und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder Onkel Nupsi. Ich nehme euch heute mit zum fröhlichen Panzerschrotten. Ja, Leute. Es ist wieder mal soweit. Wir sind hier auf unserem Account Kopfgeldjäger. Und wir grinden ja hier von klein auf. Also ein völlig neues Spiel für uns. Und wir sind hier auf der Stufe 2. Und fahren da einen Jagdpanzer. So. Das ist, glaube ich, unser 84. Gefecht mit dem Panzer. Und ja, es wird nicht direkt eine Überraschung geben. Denn wie ihr schon im Titel gesehen habt, es wird eine Panzer-Assfolge. Ich meine, diesmal ist das Gefecht relativ ausgeglichen. Hier sind nicht allzu viele Pros am Start. Was mich doch hier immer... Na, kriegen wir den noch? Ein bisschen ungeschickt von uns. Aber den essen wir. Ja, ist kein Durchschlag. Aber da kommt so ein vorsichtiger Mensch raus. Panzer. Du weißt ja nicht, ob man die hier zuerst schießen soll. Ja? Wichtig wäre natürlich der hier vorne gewesen, der uns gerade hier entgegenkommt. Da einer steht direkt vor unserer Nase. Wir kriegen es nicht mit, ja. Ob der jetzt geblieben ist? Hm. Auf jeden Fall sieht man uns. Sieht nicht gut aus. Wir haben fast unsere ganzen HPs verloren. Wir haben noch 20 Lebenspunkte. Ui, ui, ui. Aber die nächsten Opfer bieten sich an. Ja, um meinen Satz von Ihnen zu Ende zu bringen. Du hast natürlich oftmals hier, dass du Unicums auf Stufe 2 hast, ja? Also gelbe und grüne ist ganz normal, aber auch lilane Spieler. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen befremdlich für mich. Wir haben es aber schon auf 3100 Win 8 gebracht. Und der sitzt. Wir haben zwei Abschüsse. Links habe ich noch Panzer, rechts habe ich noch Panzer. Also die Flanken sind noch relativ gesichert. Wir haben einen ganz knappen Vorsprung. 10 zu 9 ist jetzt nicht so die Welt. Aber okay. Wir bleiben hier mit den 20 Punkten, die wir haben, brauchen wir keine Welle machen. Wir bleiben jetzt hier stehen und warten einfach mal ab. Ja, ich könnte jetzt natürlich da einen Kollegen aus dem Team einladen können. Den Zug für die Waffenbrüder eventuell. Denn der hat schon zwei Abschüsse gemacht. Aber das habe ich an der Stelle einfach mal verpasst. Ohne einzuzielen, ja, macht er dann mal hier so eine Dinger. Aber da haben wir noch einen gelben Spieler. Und der ist noch fast for life. Der kann also durchaus noch Theater machen. Der hat schon zwei Abschüsse.
Okay, jetzt hat er ihn serviert gekriegt. Und hier zum Angriff über. Schön, konnten wir ihn noch mal 58 servieren und da ist er raus. So, das war der schlimmste Gegner, den wir noch hatten. Oder der gefährlichste. Ich habe den FCM aufgeklärt, reagiere jetzt aber leider nicht. Jetzt. Okay, doch. Steht da als wenn sie nicht. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Okay. So, damit steht es 13 zu 9. Und man würde fast sagen, der Drops ist hier lutscht. Wir haben 5300 Win 8 im Moment und 830 Schaden gemacht. 188 ermöglicht und 82 geblockt. Also alles in allem finde ich, ist das schon eine ganz passable Runde. Aber wie gesagt, halt 20 Punkte auf die Uhr. Und wie gefährlich man mit 20 Punkten sein kann, haben wir ja hier gesehen. Wir hatten ja damit immerhin noch einen Abschuss und noch ein paar Wirkungstreffer. Dass man jetzt hier den Baum umschubst, ist natürlich nicht ganz so clever gewesen. Gut, der TKS rast davor und ich lasse ihn bitte gerne. Denn ich möchte lokalisieren, wo ist der Gegner. Okay, hat mir nichts gebracht. Der ist Trophäe, die konnte trotzdem nicht sehen. Schlecht. Schade. Der wird zwar angepinkt da, aber ja, überall. Sehr hilfreich. Ja. Rückzug, einen Bogen fahren und eine bessere Position suchen. Wir werden den Hügel anfahren und von oben versuchen. Wir haben die gute Sichtweite, wir haben die Dinos und ein Tarnnetz mit. Und damit könnte es uns hier gelingen, den Kumpel aufzumachen, ohne dass er uns sieht. Was natürlich immer ganz gefährlich ist, ist Artillerie. Nicht wissen, wo die ist. Aber wir tasten uns mal sachte ran. Wir haben auf der anderen Seite noch ein PZ-2. Ist das spannend. Wo ist er? Wo ist er? Na, siehst du, wenn wir mit den Kollegen da in Zug gegangen, der hat schon 4 Abschüsse gemacht. Ach Quatsch, im Weg selber. Und da haben wir ihn offen. Ja. Fahrzeug ausgeschaltet. Dann haben wir damit die Nummer 5. Und jetzt haben wir nur noch die Artillerie. Die könnte jetzt natürlich wissen, wo wir sind. Wir warten einen kleinen Moment, bis wir wieder zugegangen sind. Und schauen mal. Da ist er. Vielleicht tut es uns den Gefallen und kommt rückwärts raus. Danke. Damit haben wir noch den Krieger gemacht. Ja. Und eine sehr versöhnliche Runde. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ja,
Und so werde ich von Zeit zu Zeit mal, wenn es sich ergibt, eine schicke Runde von mir posten. Seid gespannt, wie es weitergeht. In diesem Sinne, wir kicken uns noch die Postgame-Stats an. Oder besser gesagt, die Statistik an im Einzelnen. Und dann sage ich tschö mit Ö, euer Onkel Nupsi.